ganz links, ich fahre euch gesehen, daneben Karl Schadhofer, Jakob Wittmann, Gauss, Wiesmüller und Christoph Gruber. Achtung, Attacke, los geht's! Christoph Gruber mit einem Durchstart, aber von außen kommt Konrad Kaczmarek, Albrechtsen, der noch nicht gekommen. Ciao, the official is fertig. So wieder genannt, der Christoph Gruber. Gauss Wiesmüller auf zwei, zwei Kampf da zwischen Kaczmarek. Christoph Gruber, aber der wird jetzt gleich, so vermute ich mal, von Bernd Scharf, Peugeot 206 von Jakob Wittmann Besuch bekommen. Ja, Christoph bleibt den Schulter rausgegriffen. Und auf Linie vor. Anders wird wohl nicht ganz den Kampf. Das habe ich kaum gesehen. Wittmann, wenn er nach links geht, so wäre er. Aber vielleicht kann er noch ausdrücken, wollte ich sagen. Wittmann gegen Gruber, Seite an Seite, aber jetzt gab ich der Schengen durch. Er hat es schon im vorigen, in der vorigen Runde, sich so vorbeigeschoben. Zwei Kampf nach wie vor heiß. Oh, Wittmann gegen Gruber. Da geht so unter Gedanken. Frei zu leicht, kommt es aber mir nicht vorbei. Ja, kommt Wittmann. Ach, wir sagen, also da geht es runter. Kriegt doch so, wenn es da bringt, ja, diese Jahre, da kriegt das Wittmann wieder zusammen. Karl Schadhofer wird sicher, der drückt da fest an, schiebt da den Klaus Wiesmüller vor sich her. Karl Schadhofer, ja, ich sag's einmal so, er hat sich etwas angelehnt. Rieb hier vorbei, aber der Klaus Wiesmüller natürlich. Christoph Zierk nach links, rechts auch so, Platz 2 für Christoph Gruber, dritter Karl Schadhofer. Von links nach rechts, Markus Kümmerl. Auf Bahn 2, Gerald Woltrich im Mercedes. Wir haben auf Bahn 3, Roman Chastral. Und auf Bahn 4, Thomas Hurt mit dem Citroën C2. Ja, es geht um die Wurst, der zweite Vorlauf ist jetzt wichtig. Wir konzentrieren uns auf den Start, los geht's, Roman Chastral, oder vielleicht auch links, Gerald Woltrich. Ja, der Dolchstab, Gerald Woltrich, aber ob er dann auch in der Fischkurve da vorne ist, der Niederösterreicher aus Böcklern, Chastral, jetzt muss er innen bleiben, Gerald, jawohl, innen bleiben, Chastral wird außen vor dem Start. Aber Kampfspur schon links zu sehen. Auf der linken Schultage bei Roman Chastral. Chastral auf 1, Woltrich auf 2. Jetzt kommt schon die Attacke von Thomas Schurter, dem amtierenden Zonenmeister. Bei den Supernationalisten ist der Gerhard Woltrich ab in die Redeka. Aber RallyCross Taxi immer breiter werden.
much, Andrei. Noch zwei Runden zu fahren. Abstand riesig aus Markus Kübel, Räubert über die Wiese. Ja, ja. Ausquetschte Autos wie die sprichwörtlichen Zitronen. Das ist absolut erforderlich. Keine Frage. Ja, ja, Gerald Wolke verliert hier Haar und Haar. Oder die Haare werden grau, denn die Angriffe des Oberkrupps, die lassen einfach nicht da. Nona. Ja, Roman Castral. Par excellence. Das kann er. Und den Vorsprung nicht zu verwalten, sondern dann fährt er so richtig befreit auf. Dann gibt es den Eisbär. Mit dem Mann aus Katowice. Castral, Castral! Oh, ja, Moltrich, Kurt und Köbau. Ist das ein Dreikampf, was? Der wohl nicht fährt hier in die Kampflinie. Köbau kommt auch noch ran. Wer holt den Platz 2 hinter Kastenrad? Es ist Gerald Woldrich, dritter Doppelschutz, vierter Markus Göbel. Hala, links, in der Mitte, Jüngweis, rechts, Lukas Scholl, Achtung! Es gab super Schaff hier von Jüngweis und der in die Führung. Jawohl, ja, bitte fährt er hinein in die Dockerwiesenkurve. Habe ich in meiner Beratung geholt, wenn er nicht Aber da kommt nicht entscheidend da, dann kommt man wieder auf den Gehirn.